War das die Wende? Hat die Bärenmarkt Rallye fertig? Würde Giovanni Trapattoni sagen. Heute wird ein wichtiger Tag aus meiner Sicht, denn wir werden über die innere Verfassung, über die innere Stärke des Marktes heute sehr, sehr viel erfahren. Wir werden erfahren, ob wir einen Fehlausbruch nach oben gesehen haben oder ob es wirklich ein Ausbruch nach oben war, denn gestern sahen wir zunächst eine Fortsetzung der Rallye nach den Inflationsdaten am Mittwoch, gestern dann noch die Erzeugerpreise aus den USA niedriger. Also die Märkte haben sich gesagt, die Aktienmärkte haben sich gesagt, super Peak Inflation, die Fed wird viel früher stoppen mit den Zinsanhebungen und wir preisen schon mal die kommenden Zinssenkungen mit ein. Gleichzeitig dementsprechend sahen wir anfangs starke Zugewinne, aber dann kam plötzlich die Drehung rein, dann ging es nach unten, sodass wir die US-Indizes weitgehend leicht im Negativen gesehen haben nach den vorherigen Gewinnen. Und die Frage, die sich eben jetzt stellt, wie geht es jetzt weiter? Ist das ein Fehlausbruch, ja oder nein? Das ist die zentrale Frage im Mindesten für die Märkte. Hier sehen wir mal das Muster. Wir haben den S&P 500, den Leitindex auf 15-Minuten-Basis nach oben ausgebrochen, über diese Trendkanallinie, dann wieder reingefallen. Wir sehen hier eine bärische Tageskerze, die sich hier etabliert hat. Zunächst mal hatten wir ja diesen Ausbruch mit diesem dicken Gap nach den Inflationsdaten am Mittwoch und dann eben gestern zunächst die Fortsetzung der Rallye, dann diese Umkehr. Jetzt ist eben entscheidend, erstens, ob wir über diese Ausbruchskerze, diese grüne Gap-Kerze, ob wir da drunter fallen oder drüber bleiben und ob wir dann eben diese zweite schwarze Linie im unteren, kleineren Chart, die Sie hier sehen, nach unten überwinden. Wenn das heute der Fall sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, weil eben der Markt es so will oder weil irgendeine Nachricht kommt, dann wäre das eine klare Umkehrformation, dann wäre der Beleg fast erbracht, dass wir einen Fehlausbruch nach oben gesehen haben. Wenn nicht, wenn wir hier praktisch jetzt ein neues Hoch sehen heute und das auch bis in den Handelsschluss halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir ein sogenanntes Breakaway Gap gesehen haben. Ein Gap, das eben praktisch einen wirklich signifikanten Ausbruch nach oben zeigt und kein Exhaustion Gap, also kein Erschöpfungsgap. Hier habe ich nochmal diese verschiedenen Gap-Typen nebeneinander gestellt. Eben vor allem Breakaway Gap und Exhaustion Gap, also praktisch ein trendfolgendes Gap, das zeigt, dass die Geschichte nach oben weitergeht oder nach unten jeweils. Und dann eben dieses Erschöpfungsgap und daneben nochmal das, was wir zumindest auf 15 Minuten Ebene gesehen haben im S&P 500. Was gegen eine Fortsetzung dieser Rallye spricht, sind schlichtweg die Signale. Wir sehen bärische und bullische Signale, praktisch die bullischen Signale mehr oder weniger schon am Anschlag. Das sind oft Wendepunkte, wie wir hier in diesem Chart des S&P 500 sehen. Wir haben negative Divergenzen oben im RSI, unten im MACD. Wir haben Bullish Percentage Index, McLellan Oscillator, wie sie alle heißen. Die alle zeigen negative Divergenzen auf. Das persönlich lässt mich persönlich immer sehr vorsichtig werden, wenn ich eine solche Konstellation sehe. Muss nicht heißen, dass es wirklich nach unten durchbricht, aber es gibt eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das, wenn diese Parameter so stehen, wie sie stehen, wenn diese negativen Divergenzen so stark sind, dass es dann durchaus Probleme geben kann. Schauen wir uns den gestrigen Handelsverlauf nochmal an. Dow Jones hat sich im Plus gehalten. S&P 500 im Minus, Nasdaq vor allem dann im Minus, die Tech-Werte haben gedreht. Warum das der Fall ist, sehen wir gleich später im Video. Wir haben Energie gesehen, gestern wieder stark zugelegt. Also wir haben ja gesehen, dass die Inflation in den USA niedriger war, vor allem wegen der Energie. Jetzt steigen die Energiepreise wieder. Wir sehen Financials, Industrials und Materials. Also eigentlich Branchen, die vom Optimismus leben oder Sektoren, und unten sehen wir Real Estate, Defensiv, Healthcare, Defensiv, aber Consumer Discretionary, eigentlich offensiver Sektor. Und so ein bisschen widersprüchlich. Wenn wir nochmal zum S&P 500 kommen, sehen wir haben 7 Gaps, jetzt Aufwärtsgaps gehabt im Zuge dieser Rallye des S&P 500. Das erste haben wir gestern nochmal geschlossen und wir haben es nicht geschafft, das sogenannte 50% Retracement auf Schlusskursbasis zu halten. Es gibt ja diese Fibonacci
Parameter, wenn man da praktisch von dem Hochpunkt, den wir hatten vor dem Abverkauf, auf den Tiefpunkt, den wir Mitte Juni hatten, hier die Parameter legt, und dann haben wir jetzt im Prinzip die Hälfte dessen aufgeholt, was wir zuvor verloren hatten. Aber wie gesagt, der S&P hat es zunächst mal nicht geschafft, dieses Niveau zu verteidigen. Wir sehen positive Divergenzen beim VIX, also bei der Vola. Wir hatten gestern gesehen, dass der VIX gestiegen ist, trotzdem anfänglich auch die Aktienmärkte, die Indizes in den USA im Plus waren. Wir sehen hier diesen steilen Aufwärtstrendkanal beim S&P 500. Normalerweise deutet das auf Brüche hin. Wenn diese Wedges sich so versteilen, dann sehen wir meistens das Gegenteil. Und jetzt haben wir diejenigen, die vor allem Short gesessen sind, die haben geblutet. Wie Goldman Sachs gestern berichtet, hat man hier das Trading Desk, das ja viele dieser Positionen der Hedgefonds abwickelt, gab es die größten Short-Eindeckungskäufe. Gezwungenermaßen waren also die Hedgefonds, die doch relativ short gestanden waren gezwungen, hier ihre Positionen einzudecken, also zu kaufen, ihre leer verkauften Positionen einzudecken, zurückzukaufen, mit Verlusten natürlich, weil eben der Schmerz immer größer wurde. Das war also das größte Short-Covering, das wir jetzt seit 3 Monaten gesehen haben, seit über 3 Monaten, sagt Goldman Sachs. Wir sehen das auch bei den Most Shorted Stocks, also bei den Aktien, die besonders stark geschortet werden. Da ist das Problem groß. Die Hoffnung dieser Rallye ist ja, dass die Fed eben bald nicht mehr die Zinsen anheben muss, weil eben die Inflation so deutlich nach unten kommen wird. Und dem widerspricht einmal mehr Daly von der San Francisco Fed, eigentlich eine eher dovische Vertreterin, ja. Die sagt also, die Zinsen dürften nächstes Jahr restriktiver sein. Ich gehe davon aus, dass wir die Zinsen weiter anheben. Und Daly will so Zinsen um und bei 3,4% haben. Zum Jahresende wäre noch jetzt etwa 1%, also zweimal um und bei 0,50er Zinsanhebungen. Denkt auch die gute Frau Daly denkt auch, dass wir noch weit entfernt sind von einer Rezession. Nun, das denke ich nicht, aber sei es drum. Und sie sagt eben auch auf eine Weise, wants financial conditions to remain tight. Also die will die Finanzkonditionen weiter straffen. Und mit dieser Rallye sind ja, der Aktienrallye, sind ja die Finanzconditions, die financial conditions ja deutlich laxer geworden. Und Daly sagt, ja, 50 oder 75 Basispunkte im September, da bin ich noch nicht ganz entschieden, bin da offen, in welche Richtung das geht. Also die Fed versucht weiterhin klarzumachen, wir halten an unserem Kurs fest, und wir sehen hier, die Kerninflation ist zwar ein bisschen zurückgekommen, aber noch ziemlich hoch und wahrscheinlich zu hoch, als dass die Notenbanken jetzt schon in irgendeiner Form wirklich umdrehen. Ich hatte gestern in diesem Video über den Bärenmarkt, dass ich sage, das ist nach wie vor eine Bärenmarkt-Rallye, die wir hier sehen, argumentiert, dass die Fed wahrscheinlich umsteuern wird, aber eben jetzt noch nicht. Insofern kommt diese Hoffnung, dass dem so sein wird, aus meiner Sicht eben zu früh, zumal wir jetzt sehen, dass vor allem Energie natürlich das einzige Thema war, was die Inflation nach unten gebracht hat. 89% dessen, was wir sozusagen jetzt an Fall der Inflation hatten, bei den Juli-Daten, das ging auf die Energie zurück, also praktisch das komplette Setup. Dagegen die Grocery Inflation, also das, was in den Supermärkten passiert und was die Leute ja genauso betrifft wie Energie, da steigen die Preise munter weiter. Das heißt, in relevanten Bereichen wie Mieten und wie Lebensmittel, Essen, ist die Inflation weiter sehr, sehr hoch. Sie ist auch hoch, was die Löhne betrifft. Hier Atlanta Fed's Wage Growth Tracker, 6,7%, nicht genauso wie im Juni gewesen. Also wir sehen, die Leute, die jetzt zum Beispiel ihren Job wechseln, die haben Lohnsteigerung von 8,5% erfahren. Das ist mehr als noch im Juni mit 7,9%. Also diejenigen, die ihren Job wechseln, die bekommen dafür in der Regel dann auch höhere Löhne. Das, wie gesagt, treibt auch letztendlich eben diese Dauerhaftigkeit der Inflation, die wahrscheinlich ihr Peak erreicht hat, eben aber nur ein Hochplateau. Das heißt, die jetzt nicht schnell runterkommt, dass
eben die FED sich dann entspannen kann. Und das ist dieses Mismatch zwischen der FED und den Märkten. Und ich bin hier im Camp Don't Fight the FED, denn die meinen es ernst. Und sie wollen eben diese Financial Conditions, die Daily angesprochen hat, die wollen sie strafen. Und wir sehen, die wurden viel laxer jetzt, sind jetzt ein bisschen zurückgekommen, wieder ein bisschen rigider geworden. Warum? Das sehen wir hier. Wir sehen, dass die Anleiherenditen nach oben gehen, wieder die 10-jährige US-Staatsanleihe. Ist jetzt offenkundig aus ihrem Abwärtstrendkanal rausgefallen. Die Rendite dieser 10-jährigen Staatsanleihe sind jetzt bei 2,87%. Sieht so aus, als würden wir da wieder auf 3,2% steigen. Und steigende Renditen schätzen ja vor allem Tech-Werte nicht so wahnsinnig. Warum steigen die Renditen? Das ist die große Frage. Eigentlich erzählen uns die Aktienmärkte doch, siehst du, Peak der Inflation ist da, Notenbank wird aufhören, Zinsen anzuheben, aber dann müssten eigentlich die Anleiherenditen fallen. Sie tun das Gegenteil. Und wenn Märkte mit schlechten Nachrichten dennoch steigen, hier die Rendite, nämlich dieser 10-jährigen Anleihe, dann ist das nach meiner Auffassung eine valide Aussage. Hier ist mit weiteren Zugewinnen bei der Rendite zu rechnen. Und wie gesagt, das hätte möglicherweise Folgen dann eben auch für vor allem die Tech-Werte. Verbrauchervertrauen, das ist das große wichtige Datum heute. Wir haben ja praktisch drei wichtige Datenreihen inzwischen. Die allerwichtigsten sind die Inflationsdaten. Dann kommt vielleicht auf gleicher Ebene so ein bisschen Arbeitsmarktdaten und eben Verbrauchervertrauen. Vor allem hier die Inflationserwartung der Verbraucher, die dürfte im Fokus stehen. Wir hatten ja ein massives Tief jetzt mit 50,0 noch im Juni bei der Verbraucherstimmung. Das dürfte sich ein bisschen aufgehellt haben. Heute wahrscheinlich, weil eben die Tankstellenpreise gefallen sind in diesem Zeitraum und weil eben auch die Aktienmärkte gestiegen sind. Das führt dazu, dass die Leute bessere Laune haben und das scheint auch irgendwie den Demokraten zu helfen. Hier sehen wir mal die Quoten etwa für den Fall, dass die US-Demokraten bei den Zwischenwahlen den Senat halten können, liegen inzwischen bei 54,9%. Also das ist doch eine gewisse Veränderung. Da ist man jetzt deutlich besser aufgestellt, offenkundig bei den US-Demokraten. Und Joe Biden überlegt wohl sehr aktiv, jetzt doch nochmal anzutreten im Jahr 2024. Also dann könnte, wenn es lustig läuft, könnten zwei Gerontos gegeneinander antreten, Joe Biden und Sad Donald, wenn er sich denn erklärt und diese ganzen Turbulenzen jetzt übersteht. Kommen wir zu Europa, meine Damen und Herren, das was uns jetzt direkt betrifft. Hier die Bauern leiden stark unter gestiegenen Preisen für Dünger. Ein guter Freund von mir, der Dirk Hardenfels, der in diesem Bereich ist, hat mir gesagt, wir haben nach wie vor keinen Dünger. Es ist unglaublich schwierig, da etwas zu bekommen. Die Preise jedenfalls für Dünger sind gestiegen, für Sprit sowieso, Futter sowieso. Jetzt kommt die Dürre noch dazu. Das dürfte eine schlechte Ernte nach sich ziehen und das dürfte wiederum die Lebensmittelpreise dann nach oben bringen. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir jetzt praktisch eine Rekordzahl an offenen Stellen haben. Hier dürfte sich der demografische Wandel schon massiv durchsetzen inzwischen. Also das gab wirklich noch nie so viele offene Stellen. Die können nicht besetzt werden. Das heißt strukturelle Inflation, weil ich praktisch mir aussuchen kann, ja, wenn der zu wenig zahlt, dann gehe ich zum anderen, weil suchen tun sie mehr oder weniger alle. Und das gilt eben auch für nicht so wirklich qualifizierte Arbeitskräfte. Also nicht nur Fachkräfte mit Uni-Abschluss sind hier stark gesucht, sondern eben auch andere. Auch das eben strukturelle Inflation. Immobilien, drastische Auswirkungen der gestiegenen Bauzinsen. Da hat es plötzlich eine fatale Änderung gegeben. Die Leute suchen inzwischen nicht mehr nach Immobilien zum Kauf, sondern wollen verstärkt mieten. Etwa in Hamburg und Berlin sind die Interessenten für Immobilienkauf um die Hälfte gefallen. Das muss man sich mal vorstellen, während die Mietinteressenten deutlich steigen. Und das bedeutet für Vermieter natürlich, dass sie tendenziell die Miete anheben können. Auch das tendenziell inflationsschürend. Welche Preistreiber da die nächsten Monate auf uns zukommen, und das ist eine weitere Artikelempfehlung hier, die Sie hier sehen, neben eben hier diesen drastischen Auswirkungen der gestiegenen Bauzinsen. Zweite Empfehlung, die ich Ihnen heute geben will als Artikel, welche Preistreiber die nächsten Monate und wie viel Gas muss Deutschland wirklich sparen, um wirklich komplett safe über den Winter zu kommen. Also drei Empfehlungen und die Empfehlung noch dazu, dass Sie sich heute den Handelsverlauf genau anschauen, denn wir werden heute wahrscheinlich die Antwort bekommen, war das nur
Ein Fehlausbruch nach oben oder ist das nur eine kurze Pause bei diesem wirklichen Ausbruch jetzt und wir werden höhere Kurse sehen? That is the question, die vielleicht heute im Marktgeflüster schon beantwortet werden kann. Bis dahin sage ich Servus und Ciao.